Hallo Leute, ich bin Unwald und willkommen zu einer weiteren Folge von Angetalk. Und zwar, wir spielen ein Spiel namens Farmer's Father's Save the Innocents. Was ist das für ein Spiel? Es ist ein Survivor-Game in einem zweiten Weltkrieg. Und da müssen wir unserer Familie sozusagen helfen zu überleben. Also, so wie Bunker damals ich gespielt habe, nur halt mit einer Familie, und die müssen wir versorgen mit allem drum und dran. Aber das seht ihr jetzt in einem Abspann, deswegen bin ich jetzt ruhig. Das wollte ich nur halt kurz sagen, um was es überhaupt geht. Ja, ich muss sagen, ich habe das kurz mal angespielt, ziemlich Spaß gemacht. Jetzt bin ich ruhig. So, da sind unsere Family. Wer ist der? Gut. Z. Mit Z übrigens können wir durch die Wände schauen, wo die Feinde sind. Also, ja. Oder überhaupt die Gegenstände, also wo sie so sind. Ne? Also mal gucken. Hier sollte ein Gegenstand sein. Ich habe, als ich das Ganze angezockt habe, zum ersten Mal habe ich etwas gefunden. Da ist übrigens der Feind. Ist hier was? Nein, in der Küche muss etwas sein. Und zwar, ich habe etwas übersehen. Und zwar, ich habe irgendwie Milch bekommen, Leute. Wofür Milch, werdet ihr gleich sehen. Aber dieses Mal war so, also als ich zum ersten Mal nochmal Video gemacht habe, leider ist da was passiert, konnte ich eigentlich gar kein Milch finden. Warum auch immer, Leute, also ich weiß allerdings, dass hier Milch da ist. So, jetzt zu der Frau. Hi, folgt mir. Also das hier, Milch für den Baby. Müssen wir suchen. Und das ist unser neues Haus. So, los geht's. Folgt mir. Hör auf, wir haben keine Waffen. Da steht ein Panzer. Das ist Pantera, ne? So, jetzt müssen wir etwas finden, Leute. Oh. Da liegt Holz. Jetzt müssen wir etwas finden. Und zwar ein Ausgang, wo ein Soldat steht. Ansonsten wird er uns immer sagen, es ist die falsche Richtung. Deswegen suche ich jetzt nach einem Feind. Ausschalten. Da ist der Feind und der Ausgang. Jetzt hocken wir uns hin. So. Da ist er. Und schnappen und abwürgen, abwürgen. Jawohl, 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 jawohl.
Die Waffe können wir nicht nehmen, auch wenn ich es gerne hätte. Leider aber nicht so. So, jetzt müssen wir mal prüfen, ob wir rennen können. Können wir? Bei dem Soldaten, was hat er denn? Habe ich das beim Soldaten bekommen, die Milch? Oder in unserem neuen Haus? So, übrigens, oben rechts seht ihr die zwei Zeichen. Die linke ist, wie hungrig die Familie ist. Die rechte, wie warm denn ist. Ups. Komm jetzt, lauf. Müssen ja so schnell wie möglich unser zweites Haus finden. Es gibt Tag- und Nachtwechsel. Es gibt Wildtiere, die wir jagen können. Und der Haus ist eigentlich ziemlich gut versteckt. Und zwar hier. Ey, Rentier. Ich muss dieser Unterstand. Ja. Das ist unser Haus. So, los, rein da. Wir machen mal hier Licht. Komm rein. So. Hier ist deine Waffe. Nimm die Waffe. Jawohl. Und Munition. Okay, geh in die Küche. Wir machen Tür zu, sonst zieht es. Die Küche ist hier unten. Also Wohnraum. Ein kompletter Wohnraum. Wir machen mal hier Licht an. Eine Küche einzünden. Eigentlich ein Ofen. Ich muss hier mal gucken. Also, da sind Gegenstände, da sind Gegenstände, aber hier so liegt hier nichts. Es gibt aber etwas hier, und zwar eine Truhe. Und ich hoffe, hier gibt's Milch. Butter, Salz, Milch. Antibiotika, na, kein Milch. Ist aber nicht gut, dass wir hier keine Milch haben. Aber wir legen alle Sachen hier jetzt ab. Fleisch von Fisch. Das hier. Wasser. Wurst. Wodkaflasche. Bretter lege ich auch ab. So. Und jetzt mache ich Folgendes, Leute. Ich rüste jetzt erstmal auf 1 ein Gewehr, den Hammer lege ich ab, mache etwas Feuer hier, damit meine Family warm hat. Hier können wir gucken, wie wir was machen. Das können wir mal schnellstens durchgehen. Brennerei. Sie müssen es zuerst bekommen. Sie sagen, es kann auf dem Markt erhalten werden. Okay. Gut. Gebäude. Also, wir können jedes Mal eine Struktur einstellen, sowas hier wie hier. Und dann mit dem Hammer bauen. Dann können wir Kühe und so weiter haben. Holz hacken. Hund. Den können wir auch finden. Der kann für uns Sachen sammeln. Küche. Ja, da können wir kochen. Fleisch braten und so weiter. Pflege um die Familie.
Das ist das, was ich erklärt habe, wie hungrig und wie warm die haben. Tiernahrung. Verlassene Häuser. Vorbereitung von Brettern. Wasser. Und Sträucher sammeln. Also, ja. Gut, als alles machen wir uns warm. So machen wir uns mal 3 Stunden. Okay, jetzt müssen wir. Legen Sie sich hin. Ja, kann ich das irgendwie die Lampe irgendwo hinstellen? Ja, kann ich. Und zwar, ich mach das mal irgendwo entweder aufhängen oder hinstellen. Ich kann das nicht hinbringen. Da. Da ist bestimmt die. Man. Hängen sie doch auf. Warte. Da ist doch zum Aufhängen. Kann ich nicht, ne? Stornieren. Gut, wir legen uns hin. So, da wird nochmal erklärt, wie wir vorgehen müssen. So, jetzt Brennholz essen und Brennholz. Gut, essen, 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 essen. Was können wir kochen? Ich mach mal Fisch. Fleisch. Um die Mutter zu versorgen. Und zwar das hier. Okay, was war jetzt das? Genau. Das war das hier, ne? Scheibe Schinken, 10 Stück. Dann kochen. Gebratener Fisch. So. Für die Mama. Vierzehn Minuten noch, 13. Wir warten mal ab, sonst verbrennt das Teil noch. Das wollen wir nicht haben. Legen Sie das Essen in der, in die Brust, in die Brust. Meinst du das hier? Ne? Ich leg mal das Essen hier hin. Ich höre schon jemanden bellen. So, wir gehen nach oben. Und zwar, Leute, hier gibt es Werkzeuge. Ja. Das ist zum Sägen und zum Hacken. Ich werde jetzt erstmal den Hund finden.
Da ist der Hund. So, wir haben ihn begraben. So, mein Kleiner. Du wirst jetzt mir folgen. Also. Füttern. Also der verhungert. Wir müssen dem mal Fleisch besorgen. Das werden wir gleich mal machen. Allerdings, wir müssen erstmal ein Tier finden. Da. Wartet. Sehr gut. Das hat gesessen. Sehr gut. Wir haben jetzt etwas Fleisch besorgt. Wartet. Nein, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Ich will noch mehr Fleisch, weil wir müssen auch für den Hund was haben. Mist, daneben geschossen. Okay. Da hatten wir Glück, ne? Und geh weg. Sehr gut. So, dann gibt es hier noch was, Leute. Das ist unser Brennholz. Ich weiß nicht, was ich mit dem hier machen soll. Also ich habe hier Leichen. Ja, sorry. Trophäe. Wegwerfen, Trophäen. Wegwerfen. Es kostet halt uns ziemlich viel. So. Ziemlich viel Gewicht. Habe ich. Nein, habe ich nicht. Ich mache die Axt auf 2, die Säge auf 3. Hammer auf 4, wir haben 10 Fleisch. Wir können dem mal geben. Und zwar füttern. Füttern. Ich will den mal füttern. Okay, komm. Komm rein. So. Du bleibst jetzt hier. So, wir müssen hier Feuer machen. Ich hab doch hier Feuerholz. So. So. Dann können wir was kochen. Und zwar, wir haben ja
kochen. Wir haben ja Fleisch. Kaffee haben wir nicht. Warmes Tee können wir noch stellen. So. 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 Sechs Stunden Warmhaltung, das ist gut. Und Tee nehme ich mal mit. Und Fleisch ist auch schon mal fertig. So, das lege ich mal hier hin. Also warmes Tee. Wir müssen selbst was essen, ne? Sehr gut. Und ein warmes Tee wäre auch nicht schlecht, ne? Einmal warmes Tee trinken. Sehr gut. So. Also, bleib hier. Bärbel friert ein. Warum? Warum friert er denn? Ich hab doch. Hier schon. Ich bam gemacht. Der Ofen brennt ja. Folgt mir nicht, ich will. So. Wir gehen jetzt Holz hacken. Aber nicht weit von unserem Haus, denn Leute. Es ist so kompliziert, hier Holz zu hacken. Also, beziehungsweise, hacken an sich ist es nicht kompliziert. Kompliziert ist es dann zu tragen. Deswegen machen wir diesen Baum hier. Und zwar, man muss hier rundherum hacken. Okay. Ah, es fällt auf mich. So, und jetzt muss man hier erstmal säubern. Voll realistisch. Was ich ziemlich cool finde. So, haben wir. Und jetzt sollte. Genau. Sollten wir es in Stücke hacken können. So. Es zu tragen ist kompliziert. Ja, deswegen Leute, wollte ich nicht weit weg von zu Hause das machen. Wird irgendwo geschossen. Und es ist schon 18 Uhr. Wir müssen jetzt dem hier hinlegen. Hier drauflegen. So. Und jetzt können wir mit der Axt oder mit der Säge. Also wenn wir mit der Säge dem sägen, bekommen wir dieses Holz hier, also Bretter. Wenn wir mit der Axt es bearbeiten, bekommen wir solchen Holz. So.
So. Jetzt ist die Frage, ob wir die Schaufel noch mitnehmen. Also ja, der Hund kann suchen und wir können dann mit der Schaufel das bearbeiten. Aber das ist jetzt nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich Holz hacken. Noch etwas Holz hacken. Die Frage ist... Tupfen. Ja, genau. Man muss es so machen und dann... Mit der Axt... Nein! Warte. So, jetzt nochmal. So. Und jetzt... Genau. Genau. Ups. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Es muss auf grün sein. Sehr schön. Wir haben jetzt so viel Holz. Sehr schön. Das müssen wir nicht aussammeln, sondern es geht automatisch. Also Brennholz habe ich jetzt genug. Den Hund. Ich will ihn füttern. Aber wie soll ich ihn füttern? Füttern, füttern, füttern. Wartet mal. Geh mal runter. Lege mal das Holz noch rein. Oh. Okay. Warte mal. Das war jetzt etwas falsch. Bestätigen. So, wartet mal. Wir müssen jetzt das ganze Holz wieder aufsammeln. Wir müssen hier reinlegen, glaube ich. So, jetzt nochmal. Ich liege... Nein, nicht hier. Oh Mann. Okay, okay. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ich liege es irgendwo ab. Und zwar hier, glaube ich. So, okay. Leg dich hier mal ab. Ja. So, jetzt gibt's hier Holz. So, ich nehme mal ein Fleisch mal mit. Ich versuche jetzt unserem Hund zu füttern. Ich lege ein Fleisch mal mitnehmen. Ein Fleisch. Einen. Und den werde ich jetzt verfüttern. Versuchen zu verfüttern. An den Hund. Füttern. Warte. Wartet, wartet. Kann ich das irgendwie füttern? So. Jetzt sage ich füttern. Nochmal. Füttern. Da.
Wie kann ich denn hier aufzufüttern? Also noch nicht hungrig. Das heißt, der hat schon gegessen, ne? Okay. Scheiben Schinken. Okay. Gut. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist. Und ja. Ja, ich weiß. Aber wir müssen nicht hier jetzt überleben. Wir schlafen. So, hat sie eigentlich schon was gegessen? Scheibe Schinken. Eigentlich gar nichts, ne? Wasserflasche. Einen verbrauchen. Geht und esst mal. Ich gehe mal raus. So. Du bleibst mal hier. Du bleibst mal hier. So. So Leute, also folgendes. Das war erst mal angezockt. Was ist das? Ants Farm. Ja, das ist bestimmt so verlassene Munitionslager. Oh ja. Ants Farm ist in der Richtung. Das war so viel zum angezockt. Also ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist, Leute. Ich hoffe, ihr werdet das zum Projekt wählen, denn Leute, ich würde das gerne mal spielen. Es macht echt Spaß, also man muss hier wirklich aufpassen, man muss hier wirklich Sachen tun und bauen und alles, also ihr könnt mir auch mal etwas tun und zwar in den Kommentaren schreiben. Ob wir Let's Play oder No Commentary Projekt draus machen. Das würde zu beiden passen, weil das auf Deutsch ist. Kann ich No Commentary Projekt draus machen. Weil das könnt ihr auch selbst dann lesen und so. Kann ich das irgendwo irgendwie besuchen? Da muss ich mal gucken. Oder ist das... Nein, das ist doch nicht unser Haus. Nein, auf keinen Fall. Wir sind von hier irgendwo. Farm des Vaters, ja. Aber wir können hier was suchen. Mit Z. Da liegt was. Also, da liegt was. Da können wir was sammeln. Moment, nochmal. Hier liegt was. Ist das hier vielleicht? Genau. So, was war das? Okay. Gut. Liegt hier noch etwas vielleicht rum? Nein, leider nicht. Na gut. Können wir klettern? Können wir.
Das bringt uns nichts. Können wir den Panzer fahren? Das wäre was, ey. Na gut. Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr wisst, was zu tun ist. Bis zum nächsten Mal. Eure Lone Wolf, haut rein. Ciao, Leute.